So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Letztes Mal sind wir durch ein Level voller Gold gelaufen. Und haben über brennende Fische. Richtig, noch ein anderes Level gehabt, genau. Und jetzt sind wir hier in dem Maulwurf-Level gelandet. Welches wir jetzt spielen? Mit einem Secret Exit hat's, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Korrekt. Ist der Secret Exit hier gleich die Röhre am Anfang? Finde es heraus. Okay, das ist ein Ja. Brauche also irgendwas Großes. Also ich muss halt groß werden. Das war doch schon gar nicht so schlecht. Ich habe schon die Musik letztes Mal gelobt. Das ist sehr schöne Mega Man Musik. Mist. Sehr schöne Mega Man Remix. Ich hoffe jetzt nicht wieder zu laut. Ich habe vorhin schon ein bisschen den Sound runtergestreht, dass man Sariel besser versteht, weil ich höre Sariel sehr deutlich. Wenn die Musik zu laut ist, dann wird Sariel ein bisschen leiser im Hintergrund. Ach, wer braucht mich schon? Nein, nur nicht, dass es wieder heißt, Sariel ist zu leise, weil ich höre dich extremst deutlich. Also müsstest du auch deutlich aufgenommen werden, aber die Musik übertönt dich leider manchmal vielleicht ein bisschen. Deswegen habe ich es von leiser gestellt. So. Ach, komm schon, ich habe es doch vorhin gehabt. Was habe ich denn da anders gemacht? Du spielst es auch schon wieder komplett anders als eigentlich. Ich kann chillen, oder? Dass der hier... Nee, der haut ab dann. Nee, chillen kann ich nicht. Also wie ist es denn? Okay. Also soll ich nicht sofort loslaufen und auf den drauf? Also das schon. Der blaue Koopa muss getötet werden. Ach so, ich muss nicht weiter. Ich trottel. Oh mein Gott, ja, natürlich. Außerdem musst du auch nicht direkt auf dem Maulwurf landen, sondern kannst doch wieder hoch auf die Startposition zurück. Oh ja, okay. So, da ist der Conan Orb. Da oben ist der Pilz, mit dem ich zur Röhre muss. Oh, ich hätte vorher die Blöcke holen müssen, wa? Einen zumindest, ja. Mist. Okay, das kriegen wir gescrollt. Gleich. Oh, hi. Das kannst du durch Scrolling sogar noch retten. Okay, noch nicht. Aber er wäre weg. Schau doch mal an, was du hier siehst. Ich sehe viel. Also ich sehe auch, dass ich hier unten drauf kann wieder, da, dass da eine Plattform ist. Richtig. Die sehe ich auch. Eventuell wird das ja für den Secret Exit noch relevant. Ja, das klingt gut. So, falsche Taste. Da. Nein, nicht. Nicht gegen die Mannschaft springen, Mario. Das tut weh. Das willst du nicht. Oh. Das willst du auch nicht. Ach so. Ja. Lol. Komme ich mir ein bisschen blöd vor eigentlich. Das macht es ja viel einfacher. Er ist ja nur dein subjektives Empfinden. Oh man. Ach Mist. Ach, komm schon. So, was mache ich jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn halt jetzt einfach mal dabei. Du kannst den linken Maul einmal töten. Gut. Oder auch nicht. Dann hättest du zumindest noch eine zweite Chance gehabt. Ja, okay, aber so hast du auch diese vertan. Jetzt gucken wir erstmal, was ich machen muss. Bevor ich das nicht weiß, brauche ich den gar nicht mitnehmen, den Block. Oh, ich schmeiß den hoch, dann kommt der und dann kommt... Okay. Also ist der Block nur für den Secret Exit und hier geht's normal weiter. Der Block ist für beide Exits gedacht. Muss ich beides mal in mir den Pilz holen? Also der blaue Block ist für beide Exits gedacht. Ich weiß nicht, von welchem Block du redest. Der blaue Block, ja. Der ist doch dafür da, um den Pilz zu holen. Aber auch für den Normal Exit. Ah, okay.
Ah, nee, ich darf den ja nicht mitnehmen. Ich musste ja... Hä? Nee, doch. Hä? Ach so! Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Muss den killen auf jeden Fall, damit ich an den anderen blauen Block rankomme, wenn ich dann... Also, ja. Nee, musst du eigentlich... Nee, muss ich nicht. Stimmt. Hä, bin ich... Ich komme auch so an den Pilz ran. Ich brauche den Block. Hä? Okay. Ich doof. Auf der Part heißt einfach nur hä? Da könnte ich ja alle Parts so nennen. Aber gerade irgendwie besonders verwirrt. Ja, weil in meinem Kopf sich, glaube ich, andere Szenarien abspielen, als das Level vorsieht. Das behaupte ich auch. So, tschüss. So. Weil der, also der Goop, der Goomba. Der Koopa da drüben aktiviert ja dann die Shell und dann kommt der Pilz hier runter. Ach so, dann muss ich einen Block wahrscheinlich mitnehmen durch die Röhre. Deswegen ist der auch für den Secret Exit, weil ansonsten ist er ja nicht relevant mehr, der Block. Okay, wenn der Koopa den gelben Block ankickt und dadurch den Pilz runterschickt, warum lässt du dir den Pilz noch nicht runterschicken? Bitte was? Ich will ihn warum mir... Warum? Ja, ja? Ich will ihn mir ja runterschicken lassen. Wie stellst du das an? Der Pilz kommt doch automatisch, wenn der Koopa da rangeht. Ich muss jetzt halt darüber. Und dann muss ich halt zurück, wenn ich den ausgelöst habe. Ach, der muss umdrehen an dem Block. Freundlicher Unterstützung bin ich gerne eine Denke. Oh, der muss umdrehen, der Pilz. Der Pilz. Der Mole. Der muss, stimmt, der dreht da, sonst komme ich ja nicht zurück. Das habe ich, siehst du, das ist schlecht gewesen. Das ist der Gedanke, der mir gefehlt hat. Ich hätte schon gerne gesehen, wie lange du alleine gebraucht hättest dafür. Ja, nee, muss nicht. Ich mute mich jetzt einfach den Rest des Parts und lass dich mal alleine. Nein! Das wäre voll frech. So. Ach Mist. Was mache ich denn? Doch nur darüber. Jetzt ist da drüben ein Safe State. So. Na! Aber killen muss ich den ja trotzdem. Ich muss ja... Nee, muss ich nicht. Wenn du schnell bist, musst du hier niemanden. Ja, okay. Oh, das ist nicht der beste Save State. Aber es geht trotzdem noch schneller als neu zu starten. Auch wenn sein... Ah, musiktechnisch ist es ein sehr unangenehmer Save State. Gut, dass ich keine Musik höre. Hast du keinen Ton? Die Übertragung über Discord hat doch normalerweise Ton. Ist nur so unglaublich leise verglichen mit dir, dass ich hiervon nichts höre. Ah, okay. I see. Nein! Du sollst ihn nicht schießen, du sollst ihn werfen. Na, du... Mario! Na, das war doch gut. Ach, Mensch! Hallo! Na? So, jetzt. Perfekt. Koopa! Dein Ernst? Hallo, stopp! Stopp! Das ist nicht, wie ich es wollte. Spring doch ab, Mario. Bitte. Danke. So, gib mir den. So, und jetzt kann ich hier in Ruhe den holen. Und musst du aber nicht. Damit durch den. Ja, okay, ist egal. Ich hab ihn aber dabei. Oh. Ich darf nicht. Ich muss hier noch. Okay. Das ist jetzt schlecht.
So ein bisschen. Für die Mancha ist es gut, die haben wieder frische Nahrung bekommen. Ja. So, dann wollen wir jetzt... Ja, wait, wie kriege ich... Auch den anderen von da drüben. Wie kommt denn der wieder her? Komm. Ach, jetzt hier kommt der her. Ja, aber... Ah, Moment. Hä? Aua! Wie kann man nur so ein Conan sein? Ich muss doch überlegen, wie ich da am blödsten dann... dem sage, dass ich das... Ja, nimm die Beine in die Hand und lauf. Ja, aber hier ist... Ach so, oder reicht es einfach schnell zu sein? Ach so, ich dachte, ich muss... Oh mein Gott. Ja, das, Wir reden einfach nicht drüber, ist in Ordnung. Der liegt nicht so gut. Nein! Gierige Mancha. Na komm, 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 komm. Tschüss. Pilz geht auf Reise. So. Okay, hier treffen lassen und dann Abflug. Dann wäre es ja doch gut, den Block mitzunehmen. Ach nee. Wenn du mir erklärst, wie du dann noch hochkommst, ja, dann... schwierig. Ich kann ihn ja töten, nachdem er mir hochgeholfen hat. Dann wäre es leichter. Was auch nicht gerade einfach ist, weil du ja aufgrund des Schlüssels nicht einfach dort landen kannst, während du den Block hältst. Du müsstest quasi... Ich zeig dir, was ich meine. Ich zeig dir, was ich meine. Wenn du dann abspringst, den Block fallen lassen. Richtig. Also ja, Schaden. Ob das jetzt so viel einfacher ist, weiß ich jetzt auch. Schaden kannst du nicht, es zu probieren. Na, viel Spaß. Ich muss ja nur. Ja, doch. Also, ich meine, wenn es nicht klappt, dann habe ich ihn halt nicht gekillt. Ist nicht weiter schlimm. Aber wenn es klappt, dann habe ich es mir leichter gemacht. Wenn du ihn jetzt aus Versehen killst, dann hast du es dir schwerer gemacht. Ja, so. Ist halt jetzt einfach nicht passiert. Nicht weiter schlimm. So, und jetzt lassen wir den richtig fallen, den Schlüssel. Ja, wobei. Naja. Ach, was toll. Ich hätte ihn loslassen sollen nochmal. Aber jetzt werde ich meine Theorie weiterverfolgen, den Maul zu töten. Und du kannst natürlich am Abgrund sterben, während du den blauen Block hochnimmst. Ja, das ist richtig. Dies ist eine potenzielle Todesquelle, wäre dir ansonsten erspart bliebe, wenn du diese Methode nicht anwenden willst. Ah, nein, nein. Vielleicht machst du mir damit tatsächlich ein bisschen... Nein, Mann! Ich möchte nicht mehr an dem Mancha da oben sterben. An jedem ist okay, aber nicht mehr an dem. Mancha ist auch schon ein bisschen ein MVP. Ja, ist richtig. Ja, moin. Ja, Moment, mein Block! Er hat sich geopfert für seinen Kollegen hier drin. Ich stelle mich an dieser Stelle. Das ist so eine simple Stelle und ich mache hier so einen Blödsinn draus. Ach komm! Alles nur, weil du Safe States nutzt. Gibt's doch nicht. Ohne Safe States würde das hier ganz anders aussehen. Ja, das ist leider richtig. So. Okay. Ich kann ja hier chillen. Ja, alles easy. Dann halt nicht. Ich muss doch nur den Schlüssel passend... Ja, danke. Das war jetzt daran so schwierig. Hey, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Ich glaube, das reicht dann auch für einen Part. Nein. So. Okay, jetzt normaler Weg. Aber jetzt muss ich nochmal den Pilz... Ach ja, klar, muss ich nochmal den Pilz holen. Deswegen... Nein, den Pilz brauchst du nicht. Ah, den Block brauche ich, hast du gesagt. Den Block habe, nicht den Pilz.
Aber kann es dann schaden, Pilz mitzunehmen? Schaden natürlich auch nicht, aber es dauert halt unnötig länger. Glaube ich, meine, ich habe ein Backup, falls ich dann auf Manschan lande. Dude! Ich sollte einfach mit dem Block wieder hochspringen. Das kann ich immerhin. Nein! Ablegen. Ach so. Kannst du. Ah, ich muss ihn da hochwerfen. Nicht. Ich muss ihn da hochwerfen. Richtig. Und dann darüber. Ja, komm, du dann machen wir das. Du kannst das Ganze ja auch mit einem Pilz machen. Nein, nicht hier hin. So. Ja, dann machen wir das ohne Pilz. Alles gut, da habe ich keinen Bock, den zu holen. Das passt. Es würde sogar theoretisch keinen großen Unterschied machen, weil du mit dem Pilz dann auch eine Kleinigkeit skippen kannst. Oh. Zeitlich allerdings macht es keinen großen Unterschied, ob du jetzt nochmal eine extra Runde wegen des Pilzes drehst oder ob du eben doch lieber den normalen Weg stattdessen einschlägst. I see. Oh mein Gott. Sag mal, ich bin zu blöd, dieses Ding zu nehmen. Bleib hier! Hä, wieso kommt der so spät? Soll ich davor scrollen? Nee, eigentlich, da ist ja kein R. Ich scroll davor nicht. Das heißt, vielleicht mache ich irgendwas kaputt. Das kannst du gerne versuchen. Wie das dann endet, kann ich dir nicht garantieren. Ja, eben. Jetzt mit den anderen. Ich muss mich doch einfach nur in die Mitte stellen, dann den Knopf, dann muss ich doch stehen bleiben und einen Block in der Hand haben. Jetzt kann ich, wieso stelle ich mich denn so an? So, Mitte, Knopf. Geht. Das noch ein bisschen schneller. Geht ja, doch. Richtig. So, Mitte, Knopf, Knopf, was? Block. So. Hey. Ich glaube an dich. Ich auch. Jetzt mit dir mit! Okay. Ah, stopp, du musst hier runter. Okay, oder hoch da. Den Teil kann ich skippen, weil ich da drüber kann, ne? Richtig. I see. Ja, nee, das zu skippen ist ja komisch. Das muss nicht sein. Da ist der Aufwand, den Pilz zu holen, ja höher als da hinten den Quatsch zu schaffen. Sag ich ja, also es nimmt sich nicht viel. Jo. Nein! Warum bist du jetzt an der Wand zerschellt? Du bist doch gar keine Schellen. Die nicht mal an der Wand zerschellen würde. Ich wäre für die schlechten Wortwitze zuständig. Ich wollte auch mal wieder. Hoch! So. Okay, jetzt. Safe State. Okay. Wenn der Chef mir das erlaubt, dann mache ich das natürlich. Ja, da kommt noch ein bisschen was auf dich zu. Okay. Ich meine, ich muss hier eine Brücke bauen, aber noch ist keiner da, über der da drüber. Ach so, doch, es ist einer da, der da drüber laufen will. Ja, der kommt dann schon wieder, wenn du ihn einlädst. Ja, ich lade ihn mal ein. Ja, sowas habe ich schon kommen sehen. Ah, come on. So, Kollege, ja, gut. Da, ich glaube, die Party ist noch, also die Einladung ist noch nicht bei ihm angekommen. Geh doch mal nach rechts und dann wieder nach links. Vielleicht ändert er dann seine. Ja, schon klar, dass ich ihn reinscrollen muss. Gucken wir mal kurz, was. Ach so, da kommt einfach ein Weg, okay. Der wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und voller Manscher. Ich wollte gerade sagen, das sind keine Steine, das sind Manscher. Aber guck, hier, Steine sind hier auch. Überall. Richtig. Ja gut, dann
Komm her. Wir müssen zu einer Party. Ah, jetzt hat er Kopfschmerzen. Das hat man normalerweise erst nach der Party. Ja, aber wenn er vorher was auf den Kopf kriegt, dann hat er es jetzt schon. Oder es war einfach eine sehr schnelle Party. So wie Speed Dating. Ach Mann! Na, gewissermaßen ist der Maul der Fahrer und du bist gerade so der Partygast, der schon gesoffen hat, bevor die Party angefangen hat und deswegen rumpöbelt. Genau. Oh Gott, was muss ich denn hier alles tun? Hilfe, und das noch vom Midway Point. Ja. Ich sage, hier gibt es keine Difficulty Curve, hier wird einfach angeklotzt. Ja, man merkt's. So. Okay, jetzt zurück, dass ich den Block sehe. Dankeschön. Vielleicht nicht nach rechts scrollen, weil, naja. Oh. Was passiert? Oh. Oh, interesting. Eventuell hättest du den noch gebraucht, aber... Interesting. Optimal. Es war optimal. Okay, ich sehe schon neuer Safeset, nachdem wir hier die Blöcke ausgelöst haben, weil ich das nicht jedes Mal machen möchte. Und nachdem wir die Einladung verschickt haben. Ja. Na! Warte mal, ein bisschen mehr hier, dass wir hier mal durchkommen. Ja, jetzt kommt nach jedem Sprung ein Safe State. Nein, nein, so schlimm nicht. Aber zumindest mal den Abschnitt hätte ich gerne. An, als ein Stück. So. Ah, dann muss ich da oben auch nochmal die Blöcke anspringen und den weiter da durchlotsen. Und spätestens bei den Wolken kann ich aber nichts mehr machen. Das sieht doch schon mal gut aus. Hey, stopp, komm ich. Oh, der läuft über eins drüber. Okay, ich höre alles gut, Hilfe. So. Nein! Doch. Ah, oh, Fisch. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich dir den Clip gezeigt habe. Ja. Ah, hallo, Fisch. Und dann, okay. Das kannst du nochmal nur mit Fisch ausweichen. Ah, schade, ich wollte. Ah, okay. Ja, ich sehe schon. Nein, ich wollte nicht so. Moment, geht es? Geht es noch? Nein. Ah, das war schlecht. Ich wollte eigentlich nur Rewind, nicht Save State setzen. Okay. Nein, der ist auch schlecht. Nein, ist auch schlecht. Der ist gut. Krieg ich den? Nein, ich drücke die ganze Zeit die Taste falsch. Mann! So. Mich drücken wir nämlich dann auf... Nein, jetzt habe ich wieder auf E gedrückt. Come on! So. Das ist so schlimm. Ich will... Ich will doch nur auf Load drücken, nicht auf Save. Mann! Hat zwar zig Jahre Lehramt studiert, aber kann immer noch nicht seine Tastatur bedienen. Ach, jetzt, ja, jetzt verstehe ich auch warum. Ich hab den Finger auf die falsche Taste, deswegen bin ich immer auf die... Ja, okay. Jetzt habe ich wieder mein R. R ist nämlich eigentlich der Zeigefinger und gerade war der Zeigefinger aber E. Schlimm sowas. So. Das ist das Problem, wenn man... Ja, der mittlere Finger muss auf D liegen, dann komme ich mit allen anderen Fingern dahin, wo ich möchte. Aber er lag gerade nicht auf D, sondern auf Dings, auf S. Nein! So. Easy. Fisch, bitte! Der dreht wegen dem Fisch auch noch um! Ja. Oh ja, mein das kann auch passieren. Gott! Wie gut, aber als Troll. Das ist ein Doppeltroll. Einmal fällt man auf den Fisch rein und dann fällt man drauf rein, dass er umdreht. Je nachdem, wie du ihn reinlädst.
Ich glaube, jetzt habe ich alle Varianten durch. Ich bin nicht an dem Fisch gestorben. Er ist nicht umgedreht, aber ich bin drüber gesprungen und deswegen vom Maul gefallen. Ja, gibt's das denn? Gibt's noch eine Variante? Außer die, dass ich überlebe? Ich glaube nicht. Das darfst du gerne selbst herausfinden. Dafür habe ich ja meine Tester. Gibt noch die Variante, dass der Fisch einfach das Spiel kaputt glitscht oder so. Das wäre lustig. So, jetzt aber. Yay! Einfach noch mehr Fische, alles klar. Aber ja, vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich dir sogar zwei Clips von dem Level geschickt habe. Ich erinnere mich, aber die habe ich jetzt übersprungen. Ha. So. Erstmal Sariel angähnen. Nein, jetzt habe ich wieder die falsche. Doch, passt. ISE. Okay. Alles gut. Ich meine, wäre ja. Den anderen Fisch dafür dreimal getestet. Wäre ja eh Midway Point. Hä, da ist einfach der Mond. Okay. Ich sag mal, ihn zu sammeln, ohne dabei zu sterben, ist schwieriger. Ja. Sind ja alle Monde so gemacht, dass du sie sammeln kannst. So, der läuft jetzt hier drüber. Weiß nicht, ob ich den Pilz schon will. Aber, ja, ciao. Jetzt läuft er da hin und her, okay. Ja, eventuell schaffst du es sogar noch. Ach, die Plattform... Hm. Ich verstehe nicht, warum ich den Mole da drin haben will. Ach so, den will... Ah, ich will dem den Weg freibauen. Ah, ich sehe. Grob zumindest sehe ich. Ja, scheiße. Das ist jetzt schlecht. Tschüss. Ja, du hast so ein bisschen einen Break gefunden. Hä? Really? Was habe ich jetzt da jetzt dadurch gebreakt? Oder wie? Also, hä? Eigentlich soll der Kollege, der oben läuft, gar nicht erst runterfallen. Aber der läuft doch automatisch runter. Ja, eben nicht, wenn du den Invisible Block aktivierst, der da am Anfang ist. Ach so. Aber wieso sollte ich den aktivieren, wenn er mir am Ende... mich nur behindert. Also, I don't know. Ja, wie gesagt, der Maulwurf soll normalerweise oben bleiben. Ah. Es ist nicht geplant, dass du ihn hier respawnst. Ach so. Aber selbst wenn ich den Block jetzt auslöse, mal abgesehen davon, dass es sogar schwierig ist, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich den Block da auslösen muss. Ich habe den gar nicht wahrgenommen. Ja, deswegen ist die Stelle am Anfang ja eigentlich auch schwieriger, als du sie gespielt hast. Ich verstehe. Aber warum sollte ich das tun, wenn es mir gar nichts bringt? Es bringt dir ja was, weil der Mole ja dann oben bleibt und du ihn ja oben behalten musst. Ja, aber ich kriege ihn ja auch wieso wieder? Ja, weil hier halt einfach noch zu viel Platz für dich ist. Das wird jetzt alles durch Mancha ersetzt, dass du hier gar nicht hin und her laufen kannst. Und dann ist das nämlich auch so geplant, dass du oben da ran springen musst. Ah, okay. Ach, scheiße. Da hast du halt das Glück, dass du noch die Free-Release-Variante spielst. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal gut, wie ich das... Ich muss doch vor dem Mole hier ankommen, oder bin ich... Ja, so? Das ist auch korrekt. Also da musst du halt vielleicht ein bisschen schneller auf die Plattform springen, eventuell ein wenig scrollen, aber das wäre schon möglich. Also dann break ich das ja, glaube ich, gar nicht. Weil ich glaube, dadurch, dass der Mole da oben... Ja, wie gesagt, ein bisschen Scrolling kriegst du das bestimmt hin. Und wie zuletzt schon angemerkt, mit einer Menge Empathie erst recht. Ah. Pilz kannst du dir auch schon mal sammeln, damit der nicht mehr im Weg liegt. Ah, stimmt, den kann ich ja vorher holen.
jetzt im Prinzip auf die Plattform. Ja, scrollt am besten drauf springen, dann hättest du noch mehr Zeit. Ja, okay, doch. Du hast recht, dass das auf jeden Fall machbar ist. Ja. Ne, aber von daher, wieso fällt dir das, also, dass du testest. Wieso fällt dir das jetzt erst auf? Das interessiert mich, weil ich meine, es haben wir jetzt schon so weil viel. Weil kein Mensch da oben langläuft außer dir. Ach so. Ach, hier machst du jetzt manche hin. Ja, hier oben. Oder ich baue einfach diese gelben Blöcke dahin, dann kommst du da ja auch nicht hoch. Ah, I see. Wundert mich jetzt aber schon, dass da keiner außer mir langgelaufen ist, to be honest. Und jetzt? Ach so, jetzt muss ich da runter und er läuft oben weiter. Korrekt. Ah, alles klar. Das Level ist irgendwie, vor allem die zweite Hälfte, sehr breakanfällig. Da habe ich schon eine Sache wegen Chosen gefixt, aber ja, du hast hier trotzdem noch was gefunden und jetzt deinen Spaß damit. Ja, mich wundert es eher wirklich, dass es noch nicht aufgefallen ist. Oh mein Gott. Dass das noch nicht aufgefallen ist. Weil das war einfach das Erste, was ich gemacht habe, dass ich da halt hochspringe, weil das sieht ja aus, als ob ich da hin kann. Das ist ja auch das Problem, wenn ich bei jedem meiner Tester dabei bin. Weil ich ja jedem dann sagen kann, nee, da musst du lang. Und dann kommen die natürlich gar nicht auf die Idee, es auch mal anders zu probieren. Ja, na, siehst du mal, gut, dass du mich hast. Ja, deswegen versuche ich ja, mich bei dir auch noch irgendwo zurückzuhalten, wenn du dich nicht gerade wieder ganz besonders dämlich anstellst. So. Und dann habe ich morgen wieder einiges zu tun, wenn ich hier die ganzen kleinen... Sobald, nee, passt. Fixe. Zu findest. Okay, was mache ich jetzt alles? Scheiße. Okay, da drüben muss ich dann den Pilz verlieren und dann muss ich da dem nächsten. Okay, aber da muss ich jetzt schauen, dass der da oben bleibt, sonst fällt er runter. Das ist dann nicht gut. Wahrscheinlich okay. So broken wie das Level ist, ist es sogar egal. Aha. Ja, aber das ist jetzt eigentlich das Einzige, ansonsten war jetzt noch nicht viel Break hier drin. Ja, zum Glück nicht. Oh ja, stopp, ich habe da was vergessen. Mein Gott! Nein! Nein! Sag mal, bin ich denn doof? Der Sprung kann... Ach so, ich glaube, ich mache den am besten direkt rüber und nicht nochmal neu... Ja! Nein! LOL! Hier ist einfach Ende. Ah, da kommt ja noch was. Ach so, das ist wahrscheinlich wieder so ein... ja, verstehe. Das Ende ist nicht umsonst. Richtig. Es gibt keine Gratis-Enden in Inferno. Na! So. Jetzt hier drauf. Okay, ich kann ja nicht warten, bis der runterfällt. Und jetzt, dann weiß ich noch nicht. Hä? Was muss ich tun? Also ich kann unten nicht lang. Also der obere muss runter, das verstehe ich. Aber wie komme ich dran vor? Irgendwas habe ich. Komme ich über das Ziel drüber? Oh, ich komme über das Ziel drüber, ne? Einfach springen. Komme über das Ziel drüber. Okay, alles klar. Alles gut. So, jetzt kann ich den da losschicken, dann geht er da hin und dann ist alles cool. Perfekt. Toll. Wieso schickst du mich jetzt in die Höhle?
Um zu zeigen, hey, da ist noch ein Secret Exit? Falls jemand noch nicht kapiert hat, ja. Ah, aber dann würde ich nämlich als Spieler jetzt vermuten, ich muss dahin. Oh, ich wollte nicht ins Level gehen. Dann würde ich als Spieler jetzt vermuten, ich muss in die Höhle da, in die Röhre da hinten und nicht am Anfang. Geht das auch? Kann man das bis hier hinten spielen? Nee, kann man nicht. Ja, weil du ja den Pilz brauchst. Richtig. Wäre jetzt nur so meine Interpretation, wenn ich das jetzt so gesehen hätte, würde ich denken, oh, da hinten muss ich auch noch rein, nur ohne das Ziel auszulösen. Dann würde ich da hinten wahrscheinlich irgendwie rumprobieren. Na gut, man sieht ja die Röhre am Anfang und eigentlich ist ja bekannt, dass rote Levels Secret Exits haben. Ja. So. Wir gucken nur kurz hier rein, nicht lange. Ich kann den Block nicht nehmen? Ah, das ist kein Nebenblock. Nee, okay. Okay, dann halt nicht. Schlimm. Echt tragisch. Du stirbst übrigens in 3 Sekunden. 2, 1. Oh lol. Hä, kann ich den Block doch nehmen? Bin ich dumm? Nee, ich kann, also, ich weiß nicht. Kill den mal. Ich meine, das ist doch der Conan-Orb. Den darf ich doch eh nicht einsammeln. Das ist richtig. Nimm doch mal den Block. Oh. Ja, geht das erst, wenn ich den Gegner gekillt habe? Oder bin ich einfach gerade wirklich inkompetent gewesen? Ich finde es schön, dass du letztere Option zumindest nicht kategorisch ausschließt. Ja, aber ich kann ihn so wirklich nicht. Okay, ich verstehe. Okay, wieso geht das nur, wenn ich den... Sprite Limits. Aha, okay, aber... Also, so gesehen ein Glitch, weil der blaue Block ja zu einem Sprite wird, der aber nicht erzeugt werden kann, wenn hier die Sprite-Slots schon voll sind. Aber womit sind hier dann oben irgendwelche Sprites, die ich jetzt nicht sehe? Richtig, rechts außerhalb des Bildschirms sind ganz viele rote Fragezeichenblöcke. Oh, da sind sie gut. Das heißt, ich muss überall erst die Sprites killen und dann kann ich den Block entfernen. Einen Sprite musst du killen, ja. Okay, interessant. Interessantes Levelkonzept. Das kann man dann doch jetzt ein bisschen anfangen und jeden Raum sagen, es ist ein Safe State. Aber dann setze ich innerhalb der Räume keine Safe States. Erstmal. Oh shit. Ja, das war jetzt noch nicht so smart. Ich muss mir noch überlegen, was ich genau hier tun will. Aber ich habe nur eine halbe Minute dafür Zeit. Muss ich den Mond einsammeln? Ist das ein Sprite, der stirbt sozusagen? Nee. Das ist nur der Bonus. Der Mond ist ein Objekt. Ja, das ist nur Bonus, okay. Stimmt. Der P-Switch ist ja auch ein Objekt, sonst könnte ich ja den drücken und sagen, hey, Sprite Limitations. Nee, der P-Switch ist ein Sprite. Ah. Dann ist das der P-Switch, den ich drücken muss. Richtig. Ach so, ich dachte, ich muss irgendwie einen von den Steinen killen. Ups. Ja, dann ist ja alles okay. Deswegen muss ich hier zurück mit dem P-Switch und dann erst kann ich den drücken. Deswegen fallen die Steine runter. Richtig. Ah, die Steine sind nur Hindernis und nicht Lösung. Ach lol, der P-Switch wird da ja oben lang gehen. Da muss ich ja gar nicht so kompliziert denken. Sehr gut. Gut, dass ich das gemerkt habe. Das macht es ja viel einfacher. Ich wollte da jetzt schön hier mit hochwerfen, Spin-Jump und hast du nicht gesehen. Brauche ich ja dann alles gar nicht. Ach so, passt. Alles gut. Ja, ich kill euch alle noch. So. Okay, nächster Raum. Okay, der P-Switch ist das Sprite. Das heißt, ich darf noch gar nicht da hoch. Stabil. Ach so, ich musste einfach nach hinten rutschen. Jetzt mit dem Ding. War ja easy. Also, wenn man es kann. Also, theoretisch ist es easy. Und dann muss ich aber auch gleich mit dem zurück, weil sonst... Nee, wobei, der fährt hin und her. Oder bleibt er da hängen? Moment. Ah, nee, doch, der fährt hin und her. Dann kann ich mir das... timen. Eigentlich ist das nicht mehr nötig. Ist. Wie meinst du? Da kommt nämlich ein zweiter noch raus. Ach so, ich muss... Ah.
Das Level ist nett. Sariel ist nett. Das hat den 11. Platz im KLDC 2020 gemacht. Das hattest du im KLDC eingeschickt? Ja. Oh. Dafür, dass das sonst nur Chocolate-Level mit dabei waren, ist der 11. Platz hier gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Das stimmt wohl. Ach, komm schon. Hätte Dote mir eine anständige Bewertung gegeben, dann wäre es sogar in den Top 10 gewesen, aber ich will mich ja natürlich nicht über irgendwelche subjektiven Jurorenmeinungen auslassen. Hat er es denn begründet, warum er es nicht so gut fand? Oder also. Ja, der fand das zu einfach. Das war für ihn eher so ein VLDC-Level. Ach so, es war für ihn kein Kaizo. So ziemlich, ja. Okay. Ja, aber naja, also. Also in VLDC hätte ich das jetzt nicht spielen wollen, to be honest. Ja, der hat die erste Hälfte nach drei. Ich bin blöd. Er hat die erste Hälfte nach drei Versuchen geschafft. Ja, okay, aber wenn er halt einfach zu gut ist, dann kannst ja du nichts dafür. Ja, aber das ist ja seine Meinung, dass das an meinem Level liegt und nicht an ihm. Okay. Kann ich von denen Spincher? Nee, hä? Ach so. Ich habe ja eigentlich genug Zeit, ne? Ich muss mich ja nicht hetzen. Richtig. Also beide gleichzeitig ranzuspringen, so klug ist, wage ich zu bezweifeln, aber naja. Na, ich brauche ja nur einen hier jetzt. Oh, ach so, ich muss mit dem da hoch. Ach so, ja, okay. Ja, es geht. Got it. Schön. Gehen wir doch noch weiter. Bisher mag ich das Level sehr. Ich denke, das kriegen wir auch noch in dem Part hin. Wir müssen dann nach dem Part sowieso aufhören. Von daher können wir das jetzt auch noch spielen. Weil noch und noch einen Part anfangen kann man nicht mehr. Das ist, dafür ist too late. Ach, einfach 5 Minuten Parts zu machen. Ach so, eins zu. Ach so, zwei. Hä? Bin schon wieder überfordert. Ich muss den doch einfach killen, den Goomba. Ja, richtig. Okay. Ach, und die zwei heißt diesmal nicht, dass das eine Reihenfolge ist, sondern das heißt, das sind zwei Knochenviecher. Ja, richtig. Ah. Hätte ich da noch so ein X hinsetzen müssen, damit es mathematisch korrekt ist? Nein, dann steht da ja 2x und man weiß ja nicht, was X ist. Beziehungsweise X im Sinne eines Multiplikationssymbols. Perfekt. So, easy. Ciao. Ich wünsche dir viel Spaß beim Regrabben. Oh nee. Okay. Nein, ich wollte innerhalb der Räume keinen Moment, das muss ich zurücksetzen. Ah Mist, ich muss neu in den Raum rein. Okay, easy. Nein, stopp! Okay, so. Ach so, ich denke immer, ich darf nicht zu hoch springen, aber ich kann ja durch die blauen Dinger durch. Die jucken mich ja überhaupt nicht. Stopp! Nee, passt. Naja. Brauche ich die Blume noch? Das wäre frech. Hallo! Hilfe! Ich wollte doch nur an den Chuck ran. Okay, ich darf nicht einfach so an den Chuck ran. Brauche ich die Blume noch oder kann ich das so machen? Okay. Dann versuchen wir sie zu behalten. Wäre ganz ratsam. Mist. Hä?
Weil wenn du die Blume einfach verlieren könntest, würde ich dir da unten ja keinen Hin- und Her-Fahren-Block hinsetzen. Naja, du würdest mir auch keinen Weg für den Maul geben, wenn ich da nicht hoch dürfte. Ja, aber so viel Käse, Jetzt habe ich schon wieder... Ach, mein Gott, ich will da hinten kein State setzen, nur weil ich ungeduldig... Ach, komm, ist egal. Dann machen wir halt jetzt einen State in dem Raum zusätzlich. Nein, Timing! Okay, ich muss da warten. Jetzt. Jetzt muss das passen. Oh, wenn ich halt nicht dumm wäre. Nein, Timing! Kacke, schon wieder. Also, das fand der zu einfach. Geht's dem zu gut? Ja, Dode, ist ja inzwischen von SMW Central gebannt worden, also von daher. Lol, wieso, weshalb, warum? Also, soweit ich das mitgekriegt habe, wegen homophober Aussagen, aber... Ach so, okay, ich dachte jetzt, also, ja, gut. Also nicht wegen Kompetenz, sondern halt andere Gründe. Kündigungsgründe sozusagen. Der Weg ist sozialer Inkompetenz, wenn dann. Ja, das ist dann wohl richtig. Ach, der bleibt da, der Doofkopf. Das ist ein Chuck, der braucht mehr als nur einen Hit. Ja, ich dachte halt, der kommt nach vorne gelaufen. Das dachte ich. Aber der bleibt da. Der kommt nicht gelaufen. Das ist schlecht. Da ist ja nicht jeder so sportlich wie du. Ja, der pfeift lieber, anstatt zu laufen. So eine, ja, Pfeife. Richtig. Na, oh mein Gott! So, jetzt aber. State. Zack. Rein da. Und ich muss halt auch schnell sein, weil ich habe ja so ein Teil... Ach so, ich kann einfach hier draufbleiben. Ah! Ja, das war jetzt wahrscheinlich schlecht. Jetzt gucken wir aber mal, was jetzt kommt. Warum ich die Blume... Okay, wir gucken nicht. Das heißt, ich muss... Jo, wie mache ich das, dass ich die Blume behalten kann bei dem Kollegen? Ich kann ja nur einmal auf den drauf und dann ist wieder schon die Blöcke über... Hä? Ich habe eine Blume! Ich bin so ein Idiot! Ich habe eine Blume! Wir schieben es einfach mal auf die Uhrzeit. Aber wozu sind dann da überhaupt die ganzen Blöcke drüber? Hä? Ja, damit du nicht einfach über die Wimps auf den Schack und wieder zurückspringst. Aber es wird ja eh nicht... Ach so, ja, okay, also... Ah, also da... Ja, ich verstehe. Ich muss also mit der Blume ihn besiegen. Oh, und die verhindern das nochmal ordentlich. Oh mein Gott. Nicht dumm? Hä, wieso geht er da kaputt? Jetzt. Hä? Habe ich den getroffen? Nein. Ach so, es gibt ja kein Bärung-Geräusch, wenn man den trifft. Richtig. Fast so ähnlich wie bei gewissen Gegnern in Metroid Dread. Also dann schieße ich jetzt einfach und hoffe, dass er irgendwann kaputt geht. 5 Treffer brauchst du ja nur. Aber ich glaube, ich mache mir das... Also gedanklich habe ich das Zeitlimit... Jetzt trifft er die ganze Zeit die Swims. Swims. Viecher da. Stein. Knubbel. Aber man hat... Ja, man hat schon genug Zeit. Ja, alles gut, alles gut. Come on! Warte, ich kann ja gleich mal am Anfang hier so einen ordentlichen... Mann! Ja, ich sollte sie halt gezielt setzen, die Schüsse, und nicht einfach random schießen. Das wäre eine gute Idee. SHF hat gesagt, den Chuck abzuschießen ist das Einfachste auf der Welt. What? Oh, wait, ich muss das nur gut timen. Wait, das geht. So, gleich mal 2. Auch wenn es gerade nur einer war, aber grundsätzlich würden 2 gehen. Sehr gut. Guter Start. Schlechter Start. Schlechte Fortsetzung. Jawohl. Ah, ich glaube, ich kriege einen Rhythmus rein. Das war nicht der Rhythmus. So, und jetzt dann hier, wenn er wieder springt, noch. Also die ersten 2 sind easy. So, und jetzt nochmal, wenn er springt. Ja.
Jetzt nochmal, wenn er springt. Ja, und dann nicht auf die Säge landen. Der Säge landen. So. Nein. Oh, hey, Junge. Das ist zu leicht, hat er gesagt. Das bekommt nicht die beste Bewertung, hat er gesagt. Lass mich verarschen. Als ob das kein Kaiser ist. Ich kann ja währenddessen mal parallel die Bewertung von Doad raus. Ist! Warte, kann ich eigentlich einfach hier stehen? Okay. Never mind. Never mind. Ja gut, wenn man das weiß, ist das natürlich einfach. Ist das das Ende vom Level? An sich ja. Übrigens kann ich die Bewertung von Doad nicht aufrufen, weil er dies in einem Google Drive-Dokument hochgeladen hat, was er inzwischen verschlüsselt hat. Check ich irgendwas nicht? Wie kriege ich denn da unten? Hä? Ach, das wird zu einem Block, wenn ich... Ah, Moment, ich check's. Nee, ich check's nicht. Der Block muss... Ich dumm. Der Block ist... Der blaue Block muss dahin. Ja, ich doof. Alles gut. Muss nur das Loch passend abwarten. So nicht. Braucht doch nur einen kaputt machen, oder? Richtig, einer reicht. Dann habe ich ja mehr Zeit, wenn ich den ersten schon erwischt habe. Kann mir das viel weniger stressig machen. Das war nix. Neue Challenge. Es nicht schaffen, den zu treffen. Okay, so. Ja, easy. So, jetzt mache ich halt hier den Spin-Jump drauf und dann war's das. Nice! Sehr schön. Dann geht's nächstes Mal weiter mit Vesuvio. Oder Vesuvio, wie du es eigentlich aussprechen solltest. Das sind aber alles die gleichen Symbole. Ja, da darfst du dich dann gerne mal bei den antiken Römern beschweren, dass die lediglich kein V und kein U hatten. Sind ja doof. Oh mein Gott, deswegen hier. Nee. Ja, der Vulkan. Ach ja, doch. Okay, lass mal kurz noch reingucken. Hilfe. Steigt hier Oh, nee! Ich glaube, wir gehen gleich wieder raus. Ja, ich glaube auch. Da muss ich mich noch mental drauf... Alternativ kannst du ja auch Antrum Talpe auf der rechten Seite spielen. Oh, da können wir auch noch reingucken. Antrum Talpe, Tatsache. Okay, da muss ich am Anfang da hoch, direkt mit dem Mode, oder wie? Und dann... Ah! Und dann hier rüber? Und dann hier auswahl... So.
ist doch jetzt eigentlich bisher nicht schlimm. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, und dann kam ein Chuck dazu. Okay. Das reizt mich jetzt gerade noch ein bisschen hin. Das probieren wir noch kurz. Nein! Oh, der Mole muss da unten über die Dings drüber kommen. Das muss alles gut getimed sein, richtig. Okay. Dann ist das so ein Behalte den Mole-Level-Level. Ja. Ein Level-Level, richtig. Nein! Ja, dann, das ist dann vielleicht schon eher was für den nächsten Part. Aber das ist auf jeden Fall das Level, was wir erst spielen. Ich gehe dem Vulkan noch ein bisschen aus dem Weg, glaube ich. Ach, okay, ja. Aber das machen wir nächstes Mal. Aber das ist das Level, was wir erstmal spielen werden. Und wenn danach vielleicht der Weg erstmal weitergeht, kann ich erstmal dem Vulkan aus dem Weg gehen. Der wird zwar auch nicht so schlimm sein, wie er jetzt gleich wieder wirkt, aber der hat Potenzial, mich zu nerven. Eigentlich alle Level, die nach dem Vulkan kommen, sind dazu gemacht, dich zu nerven. Oh je, dann gehen wir erstmal den anderen Weg. So. Okay, dann haben wir jetzt keine Ahnung, wie viele Parts aufgenommen. Ich glaube 4 Stück. Das ist ja schon mal was. Gucken wir mal, wie wir dazu kommen mit Aufnahme. Gut. Ja, es muss ja nicht alles am Stück hochgeladen werden. Genau. Aber ich würde wirklich lieber mit dir aufnehmen als ohne. Zum einen, glaube ich, schaffe ich die Level teilweise. Ich weiß es nicht, ob ich auf alles käme. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Vielleicht nehme ich mal ab und zu 1, 2 Level oder so ohne dich auf. Mal gucken, wie es halt passt. Ich schreibe dich an, wenn ich versuche aufzunehmen und dann gucken wir mal. Ja. Okay. Ansonsten wird es auch amüsant, dich hier sonst versagen zu sehen. Ja. Also ich kann es ja ab und zu mal probieren und wenn ich halt merke, es funktioniert nicht, dann ja. Okay. Dann schreist du einfach ganz laut, bis ich das zu mir rüberhöre. Genau. Die ersten Parts warst du jedenfalls dabei, das war schon mal schön. Dann danke auch fürs Zuschauen und ja. Tschüss. Tschüss.